Hallo Leute, willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy V. Letztes Part sind wir alle zu einer fliegenden Festung gekommen, haben das Luftschiff bekommen und es wird Zeit für eine neue Blaumagie. Darum haue ich jetzt mal Learning bei Bartz hinein. Und einer braucht Rotmagie. Moment, kann der das? Jo, der kann das, passt. Der Rotmager kann das, was ich brauche für die Blaumagie. Passt! Eine sehr geile Blaumagie gibt's auf dieser Ruine. Tja, wir waren schon in der letzten Part in den Ruinen. Alex wurde wieder teleportiert und was da passiert ist, ach meine Güte. So, es geht mal hier runter. Wow, und es kommen schon mal Gegner. Und der, was ich suche, ist nicht dabei. Tja, dann kommt immer mal ein Thunder Squall. Bam! Boom! Tot! Ja, die halten kaum was aus. Die Warmage sehe ich zum allerersten Mal, ehrlich gesagt. Kenne ich gar nicht, diese Gegner. Es gibt immer was Neues hier, was zu entdecken. Yeah! So, Galuf, hau ihn nieder, diesen Magier. Yeah! 1000 Gil und 400 Erfahrungspunkte. Ja, das ist einiges hier. Also hier kann man auch eventuell gut leveln, in den Ruinen. Und jetzt denkt man sich zuerst mal im zweiten Stock, hä? Warte, da geht's nicht weiter. Wo geht's hier weiter, dieser Geheimgang? Nein, Leute, hier. Denkt man sich zuerst, vielleicht hier ist ein Grafikbug, aber das gehört so. Da ist einfach mal so ein Geheimgang, den der Dieb sehen würde. Aber trotzdem, und dann hier runter. Das finde ich richtig geil gemacht. Das habe ich schon erstmal spielen rausgefunden. Ist ja klar, dass es hier weitergehen muss. Ansonsten kommt man ja nicht weiter und schon wieder kein Gel, den ich haben will. Dann kommen die mal. Bupa! Bam! Ja, die Lankanites, die kenne ich. Die haben einen hohen Ausweichwert, meine Güte. Und ja, die können auch reinhauen. So. Blitz 2! Zack, boom! Gute Verteidigung, zwei Typen. Feuer 2! Feuer 2! Feuer 2! Hat ihr auch! Bam! Boom. Oh, hat noch gereicht. Passt. So, was ist in der Kiste? Ein goldene Rüstung. Wer kann die nochmal ausrüsten? Ich weiß nicht mehr genau. Schauen wir nach. Die goldene Rüstung kann der Ritter, der Berserker und der mystische Ritter ausrüsten. Ja, hat was. So, und jetzt sind wir im dritten Stockwerk. Und hier sieht alles so maschinell aus. Wir könnten sein in einer Fabrik. Hm, vielleicht ist es ja auch eine Fabrik. Wer weiß das schon? So, weiter geht's hier und... Moment, du hast auch eine Blaumagie. Die ist allerdings sehr riskant zu bekommen. Ach, lass uns mal. Ich kann die Lamia ja nicht kontrollieren. Und jedes Mal, wenn man sie angreift nebenbei, kontert sie mit, ja, konfus einfach mal so. Weil sie es kann. Und hat vielleicht eine Eisschwäche, oder? Okay, sie kontert nicht immer, aber oft. Mit Verwirrung. Es kann ziemlich nerven. So. Eine Blume kommt wieder und weiter geht's. Ich suche den Gegner, den ich haben will. Und hier sind so viele Geheimgänge, Leute. Hier besteht alles aus Geheimgängen. Ein Elixier hat es hier gegeben. Yeah, Elixier. Und weiter geht's. Oh, da ist er ja endlich! Oh, mein Lieblingsgegner! Moment, nicht umbringen! Nicht umbringen, sondern auf Konfus stellen! So. Und jetzt warten. 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 Nein. Oh, man braucht noch ein bisschen Glück, dass es ausführt. Also wieder Konfus. Komm schon, gib mir deine Blaumagie, Freundchen. Und habe ich einen Äther? Gebe ich das mal kurz Lenna. Ihre MP sind so leer. Ah, du! Du willst mir deine Blaumagie nicht geben. Habe ich recht? Habe ich recht? So, dafür haben wir ja den Zauber Kung Fu hier. Komm schon. Nein. Oh. Er will es mir wirklich nicht geben. Es ist eine geile Blaumagie. Komm schon, komm schon. Kung Fu. Komm schon. Ich will deine Blaumagie haben. Nein, immer nicht. Ich krieg sie schon. Ich krieg sie, ich krieg sie, ich krieg sie. Und wenn ich noch hier warten muss. Na? Oder muss ich warten, bis er es schon selber macht? Okay, Moment. Haben wir mal ein bisschen drauf. Vielleicht macht das dann.
Na. Okay, weil der hier... muss ich wieder auf den nächsten warten. Meine Güte, es ist wirklich eine geile Blaumagie, was der in sich hat. Alex, bekommt man die so selten hier? Und das kommt als nächstes. Ah, du wieder. Du wieder, du willst es wieder wissen. Ach, das ist auch eine, stimmt. Aero 2 auf alles. Jetzt habe ich es auch gelernt. Schön. Aber jetzt braucht noch etwas. Ich brauche noch etwas, etwas Geiles. Aero 2 ist auch nett. Habe ich auch noch nicht gekonnt. Schau an. Weitwind, ach, da ist er ja, der Weitwind, der ist richtig geile Blaumagilette. Und auch ein bisschen kompliziert zu erklären, ich hoffe, ich schaffe das irgendwie. Und zwar nach dem Kampf hier. So, wir haben gelernt, yeah, Aero 2, eine versteckte Form vom Aero und Weitwind. Diese Blaumagie ist richtig geil, so, die ist nämlich hier, kostet 28 MP, so. Derjenige, der sie ausführt, heilt die Gruppe um den Wert, in den er gerade hat. Es zwar, klingt zwar ein bisschen crazy, aber es ist so. Sagen wir jetzt mal, Bartz würde jetzt Weitwind ausführen. Dann würde er die gesamte Gruppe um 620 heilen. Wenn er allerdings nur einen einzigen HP hat und Weitwind ausführt, dann heilt er die Gruppe um einen HP. Also Weitwind ist eine Blaumagie. Je mehr HP er hat, desto besser ist sie. Also der Ausführende. Und eine... Es gibt noch eine Blaumagie hier, aber die zu bekommen ist ja sehr schwer. Ich werde es allerdings probieren mit alle Learning. Komm schon, wir wollen ja was lernen noch. Also Weitwind ist richtig geile Blaumagie. Man denkt zuerst, 28 MP, man heilt sich eh um 600. Nein, Leute. Später heilt man im Spiel sich da um 1000. Und Kur 2 oder was das später gibt, ist da nicht so stark und kostet viel mehr. So weit finde ich es einer meiner Lieblingsblaubergien. Moment, wo gehe ich entlang? Hier gibt es so viele Wege, meine Güte. Aha, aha. Schauen wir weiter. Ah nein, euch suche ich nicht. Ich suche wieder die Lamia diesmal. Diesmal suche ich einen anderen. Euch habe ich schon. Tschüss. Ach, die überleben das. Ja, Feuer. Hier mal, oder? Nein, Eis. Hier einen Eisstab angelegt. Eis! Wupper! Oh, einiges Schaden. Und jetzt Feuer 2! Yeah! Zünden Sie an! Zünden Sie an! Tod! Nebenbei, auch bei Gegner ist es so. Er würde alle mit der HP halt, die er noch hat, bei Weitwind. Das Gute ist, Weitwind geht durch alles. Uah. Sie werden auch sehen, was ich damit meine. So, wo bin ich denn hier eigentlich? Ich kenne mich hier nichts mehr aus, oh! Dritter Stock, vierter Stock, dann wieder dritter Stock und dann wieder vierter Stock. Meine Güte, das ist hier kompliziert. Aber es sieht hier... Ah! Hier komme ich zu einer Kiste. Okay. So, ein goldenes Schild. Das ist auch für einen Ritter. Oder für einen Berserker oder für einen mystischen Ritter. Ah, du wieder? Ah, verdammt, ich sollte Galo vielleicht doch wieder Wall geben. Ich habe das ja schon gelernt hier. Eieieieiei. Aber trotzdem, wenn Lamia kommt und die Blaumagie auf Galuf macht, dann kann ich mich schon ein bisschen giften darüber. Komm schon, zünd ihn an! Wuppa! Obwohl bei Galuf. Ich riskier's mal und gebe ihn wieder Brawl. Und als nächstes kommt Lamia und macht nur auf Galuf die Blaumagie. Ja, mir auch egal. Dann lasse ich ihn einfach mal sterben. Klingt hart, ist auch so. So, habe ich noch. Ich will jetzt kein Eta einsetzen. Der Probenmagier hat bald 200 Ability-Punkte von 999. Das dauert noch. Puh. Wie lange bin ich schon hier im Mastern? Moment. War da nicht irgendwas mal? Oder soll ich mich gerade? Moment. Mir kam vor, da rechts oben ist ein Raum, Leute, wenn ihr das seht, mit Kisten. Hier war doch was, oder? Nein? Okay. Ich habe gemeint, da ist was. So. Ah nein, das war weiter oben. Ah ja, ich weiß schon wieder. Ja. Okay, hier hoch. Wuppa! Und hier ist ein Speicherpunkt auf einmal. Yeah, Speicherpunkt! Sofort die Kabine einsetzen, damit die HP und MP vollkommen regeneriert werden. Warum habe ich einen roten Finger? So, speichern hier. Ich spiele genau 8 Stunden schon. Meine Güte, so lang schon? Bin ich langsam unterwegs diesmal? Egal.
Ich bin schließlich beim Let's Playen und nicht beim Privatdurchzocken. Yeah! Vierter Stock. Ich will zu der Küste da hinüber. Aber mal weiter. So. Ah, hier bin ich jetzt. Oh, meine Güte. Kennt sich hier noch einer aus? Ich schon. Ich weiß ganz genau, wo ich bin. Ah ja. Jetzt hier rechts halten. Da ist eine Tür. Yeah! Vor allem die Musik, die macht hier... Ja, Laune auf dem Meer. Und ha, da ist Lila Mia mit drei Steinmasken. Stone Mask, ein Steinmasken. Das sind interessante Gegner. Seit ich weiß, haben die eine Blitzschwäche. Blitzschwäche ausnutzen sofort aber. Bam! 700 Schaden. So, Lamia, da mach mal deine Blommagier, obwohl ich meine, dass sie die selten macht. Die macht sie wirklich selten. Wenn. Na, schauen wir mal. Hauen wir mal rein. Nix Allure? Okay, warten. Warten. Du sollst deine Blaumagie machen und nicht verwirren stiften! Bam! Eieiei, Moment, ich gebe kurz Lennart den Heilstab. So. Falls er verwirrt ist, dass ich den wieder nicht verwirrt machen kann. Das kann sie mit dem Heilstab, ja. So, was haben wir hier? Ein High Potion. Okay. Dass es hier auch noch gibt. So, und Lamia von hinten. Von hinten. So, vor. Und jetzt Attacke. Zack. Zack. Oh, macht gut Schaden. Ah, und schon wieder keine Blaumagie. Mann. Die macht sie so selten, das ist einfach nicht schön. Obwohl, ich brauche sie eigentlich eh nicht. Kann ich die auch noch später bekommen? Ich glaube schon. Ja, könnte knapp werden. So. Bats, ein Job-Level und er lernt Throw auf Level 4. Das heißt, auch ein anderer Job außer der Ninja kann jetzt schmeißen. Waffen, Gegenstände, alles Mindeste. Und das nächste Level braucht 450 Ability-Punkte. Und ich dachte, der Rotmerger braucht viel. Ja, ernsthaft, bei Ninja ist das dann das letzte Level. Und hey, ich bin bei den Kistenraum, geil. 5000 Gil, ein Shuriken, ein altes Schwert, ein Vollmond und ein Powerwing. So, der Vollmond ist geil für Bart, weil da hat von hinten die gleiche Stärke als hier vorne. Zweimal Vollmond ist einfach nur nice, Leute. So, der Powerwing ist viel besser als der Silberring. Er erhöht Stärke, Verteidigung. Magieverteilung ist da nicht so gut, aber er hört Stärke. Passt schon. Und die Skill und so, ja, braucht man auch. Und wow, was ist das? Das? Eine Falltür. Bam! Au, mein Kreuz. Eine Falltür. Und jetzt muss ich mich erst wieder mal orientieren hier. Eine Falltür. Wer hätte das erwartet? Tja, und zweimal Vollmond ist einfach so geil auf Ninja. Oder haben wir ihn gerne genannt? Ninja. Der Ninja Ninja. Ninja Parts. Das ist einfach nur geil, oh. Komm schon, Blaumagie. Wie lange wird das dauern? Ich werde es mal ein bisschen abwarten, Leute. Schauen wir mal. Ach, Moment, Leute, ich bin Idiot. Die Blaumagie macht sie nur, wenn man sie kontrolliert. Und ich habe keinen Trainer. Bin ich jetzt erst drauf gekommen, Leute. Ah, das ist böse, böse. Ein Trainer kann nämlich kontrollieren. Allerdings erst ab einem bestimmten Top-Level. Von Anfang an kann das nicht. Und Bart ein Level, Lennart ein Level, Varus ein Level, yeah, alle ein Level, jawohl! Außer Galuf. Da ist man mal wieder hinten. Eieieiei. Galuf mehr anspringen. Jetzt bin ich wieder am 5. Ah, ich werde wieder rückgehen. Ja. Okay, hier rechts ist der Kistenraum. Ein ziemlich geiler und what the. Warum schon wieder ein Angriff von hinten? Habe ich irgendwas verpasst? Ich glaube, ich habe irgendwas verpasst. Ja, es sieht danach aus. Und aua, warum geht ihr alle auf Ares? Okay, der erste Schlag war auf alle, aber trotzdem. Haut ihn nieder! Und Lena, du greifst mal Ares an mit deinem Heilstab. Das ist einfach nur geil. Und hey! Viel Wind um nix! Das passt hier irgendwie sogar. Viel Wind um nix. So, dann hauen wir mal ein bisschen Feuer rein! Feuer! Yeah! Swing! Ah, schwingen! Oh, das macht aber ordentlich Schaden, ey! Ja, ich sage, die Lonker Knights, die hauen rein!
halten auch einiges aus. Eventuell alle in die hintere Reihe stellen, wenn es nicht anders geht, aber es geht ja noch. So. Weitwind. Ah, er heilt mal, okay. Weitwind kostet einiges an den PA, ist so ein geiler Zauber. Oh. Ich will ihn jetzt schon gern ausführen, aber nö, nix da. Muss warten. Und der Ritter, der hält mehr aus, als ich denke. Hey, meine Güte, Galo, hau rein! Hau so richtig rein, batz du auch! Hau so richtig rein! Was wird uns hier erwarten, Leute? Ich will hier endlich mal weiterkommen! Ah, Feuer! Wupper! Feuer! Nicht tot? Er stimmt, er hat vor allem 800 geheilt, das heißt, er hat maximal HP-Anzahl. So. Das heißt, er hat maximal 1000 HP. Mehr kann er nicht haben. Auch mit Blaumagie nicht, das geht nicht. So. Drei Belebungen, egal auf ein Level und Job-Level und er an Throw schmeißen. Ist ein Befehl. Oh, nebenbei, was ich noch nicht gesagt habe, bei Ability, das sieht man durch Rufzeichen, dass es ein Befehl ist. Und wenn es kein Rufzeichen ist, dann ist es passiv, könnte man sagen. Im Hintergrund. Damit ihr mal das auch checkt. Warum ist da ein Rufzeichen und hier nicht? Tja, Leute, Rufzeichen ist ein Befehl. Habe ich eigentlich komplett vergessen zu sagen. Eieiei, Schande über mich. So, Lamia, geh nach Hause, ich kann dich leider nicht kontrollieren. Ach stimmt, ich kann die Blaumagie auch später bekommen. Ah, dann ist sie nicht mehr so geil. Egal, Hauptsache ich hab sie dann. So, kurz feiern alle mal hier, falls die Lamia überlebt. Tut sie nicht, also tschüss. Was wird uns erwarten? Auch eine geile Musik. Dunkel, dumper. Fünfter Stockwerk. Aha. Sieht alles interessant aus hier. Vierter Stockwerk und hier geht's runter. Moment, aufpassen. So. Nicht hinunterfallen. Da ist nämlich der Stock darunter. So, was ist denn hier genau? Schauen wir uns weiter um. Auf jeden Fall ist es sehr groß hier. Sowas gefällt mir. Yeah. Sehr großer Raum. Und jetzt hauen wir mal so richtig rein. Wir Blitz. Und Bartz, du sollst auch mal treffen. Bartz trifft nicht. Das ist böse. Dann zünden wir halt mal ein bisschen. Nebenbei. Magien können niemals daneben gehen. Was ich richtig geil finde. Wuhu. Fahrrad macht irgendwie kaum Schaden gerade. Habe ich irgendwas ausgerüstet oder so? Kommt mir doch ein bisschen Spanisch vor. Vor allem macht es mir nicht Schaden mit Fares. Feuer. Vor allem war das Meer. Egal. Hauptsache, ihr seid hier reingehauen ohne Ende. Feuer! 300 Schaden. Das muss ich mal austesten. Eis. Frieren wir sie ein. Zünden wir sie an. Hauen wir Blitz drauf. Alles zusammen. Ah, okay. Eis war es. Nicht Feuer. Eis. Eieiei. Ich verwechsel dann da und was. So, und jetzt gehst du aus, du World Dämon. Der World Dämon. Geiler Name. So, weiter, weiter, weiter. Immer heiter. Bumper, bumper, bumper. Ah, da drüben ist ein Speicherpunkt. Yeah. Ob ich den brauche? Moment, der war hier, glaube ich. Es gibt hier zwei Wege und da rechts sind wieder zwei Kisten. Ah ja, hier war der Speicherpunkt. Yeah. Kurz wieder. Ja, Zelt, okay. Zelt geht immer. Zelt geht immer. Das zahlt sich immer aus. Ja, könnt ihr sagen, was ihr wollt. Auch wenn man volle HP hat und so? Ja, dann nicht. Aber egal. Speichern wieder. 8 Minuten? Eine 8 Minuten Speicherung. Ja, warum nicht? Also hier ist eine Atmosphäre, sieht man nicht jeden Tag. Beziehungsweise die hört man nicht jeden Tag. Im Moment, falscher Weg. Hier geht's weiter. Bei der Tür. Dunkel, 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 dunkel. Richtig geil hier. Ey, euch haben wir noch gar nicht gesehen. Die Arche tot. Die Arche frisch und die halten sehr viel HP aus. Und können Froschgesang. Also falls ihr diese Blaumagie noch nicht habt, könnt ihr sie hier auch noch holen. Yeah. Und alle Frösche haben eine Eschschwäche. Ich habe noch keinen gesehen, der es nicht hat. Okay. Das war in Final Fantasy 4, aber hier in Final Fantasy 5 ist es anders. Juhu. Jedes Final Fantasy ist anders. Yeah. Zwei Ability-Punkte und weiter geht's. Dunkel, dunkel. Wieder im fünften Stock. Und weiter, weiter, weiter. Immer heiter. Alte Gegner. Hey, die sind wir auch zum Alles. Die wie spricht man das aus? Hyodora. Hyodora. Kann ich nicht mal aussprechen. Weil ich weiß. What the fuck? Kritisch.
hat, kann das Blitz absorbieren, dieser Gegner. Also haben wir mal andere Elemente drauf, mit Feuer und Eis. Plötzlich mit Blitz. Außer ich verwechsel da schon wieder was, aber mal schauen. Ach, passt schon. Tod. Zwei Blickpunkte für einen Gegner? Oi. Bin ich hier gelandet. Hier geht's weiter und... Seht ihr das rechts, Leute? Das ist der König von... Der Kron. Hier ist eine Kabine. Und was ist... Er kämpft anscheinend gegen eine Schlange. Ein schlangenähnliches, Tier, Wesen, was auch immer. Sollen wir ihnen helfen, Leute? Was hat der König der Ikun hier obst vor? Warum hat er die, oder war es vielleicht doch das Schlangentier, was die Festung zum Schweben gebracht hat? Und nicht der König der Ikun. Vielleicht haben sie Barts und die anderen ihm, fälschlicherweise beschuldigt. Naja, wobei die Lena gesagt hat, das kann nicht sein. Und ich glaube, sie hat recht. Das muss was anderes sein. Was die Festung zum Fliegen gebracht hat. Und wow, der Tod hält einfach mal so ein 700er aus. Ich glaube, der hat auch 1000 HP, wenig mehr. Ja, wenig mehr, meine Güte. So, Lamia, und du gehst nach Hause. Du kannst mir eh nichts hier beibringen. Doch, kann sie aber. Naja, dazu braucht man einen richtigen Job. So. Weiter, weiter. Und Schalter benutzen. Weiter. So, wir sind jetzt im fünften Stock, Leute. Und hier ist der König von Tycoon. Hallo. Vater. Dieses Ding ist in meinem Weg. Vater. Sei still. Hey, nicht so unhöflich. Dieses Monster beschützt die Ruinen. Es wechselt den Zaun seinen Schwachpunkt. Schnell, besiegt es. Es wechselt seinen Schwachpunkt? Oh. Bossfight gegen Acheavis mit Breathwing und ich hätte vorhin eventuell sogar meine Blaumagie wechseln sollen. Aber egal, es wird schon irgendwie schief gehen, also hauen wir so richtig rein. Yeah. So, Lena ist jetzt als Weißmagier eingestuft, also kurz zwei. So, Acheavis, was gibt's zu sagen? Der Gegner, ja, der tut andauernd seine Schwäche ändern. Einmal das, immer was anderes. Genauso wie der König gesagt hat, er hat immer eine andere Schwäche. Das ist einfach ein bisschen crazy. Man muss einfach raten, welche Schwäche es gerade hat. Und das ist manchmal schwerer, als wie es aussieht. So, Eis! Das Problem ist, man kann ihn hin und wieder mit Magien heilen, wenn man die falsch erwischt. Oh, das sieht nach Eis aus. Schau mal, nochmal Eis! Yeah! Woohoo! Einfrieren. Was? Okay, es tut wirklich ständig seine Schwäche ändern. Wer hier und da und seine Schwäche weiß, da kannst du mir in die Kommentare schreiben. Jede Runde oder so. Eine Runde das, dann das. Es ist immer wirklich was anderes. Okay, machen wir mal Amor auf Faris. Ein bisschen mehr Rüstung darf schon sein. Und auch noch Amor, hupsa. Auf Galuf, der ist nämlich in der ersten Reihe. Amor. So, physische Verteidigung gestärkt. Das Doppelte. So. Und jetzt hauen wir also richtig rein. Das Problem ist, irgendwie hat alles nur 50% Trefferchance. Auch Galuf. So. Feuer! Bam! Oh, hat viel Schaden. Blaze! Oh! Eine windelementare Attacke und die ist sehr stark und hat sogar noch ein Schaden über Zeit Effekt. Das heißt, ich bekomme nach dem Angriff sogar noch Schaden dazu. Extra. Das sieht man sogar. Und das gar nicht mal wenig, Leute. Ich würde sagen 100 HP, wenn nicht gar weniger. Oder mehr. Es könnte auch mehr sein, ja. So, er wechselt die Schwäche. Immer wenn ein kurzer Stopp ist von der Zeit, dann wechselt er die Schwäche. Aber ich weiß nie, in welche Richtung. Das ist, ja... Das ist immer irgendwie random. Bei jedes Mal spielen die etwas anderes. Bam! Blitz! Auch neutral. So, haut rein! Yeah! Yeah! Haut so richtig rein! Bam! Oh, Flamme! Feuerelementarer Schaden! Auf alle! Aber diesmal ohne Schaden über Zeit Effekt. Es gibt einige Magien, die das haben. Also das mit Schaden über Zeit. Ich kenne jetzt... 4 von Feuerin. Und den Rest müsste ich raten. Und wow, Eis macht gut Schaden, wenn ihr das habt. Hey. So. Immer schön die Magien abwechseln, also nicht immer gleich elementar angreifen. Weil da hat er wahrscheinlich immer gerade den Schutz davor.
Was machst du mal? Moment, den Eisstab ausrüsten. So. Und jetzt. Moment, Eis habe ich gerade gemacht. Oder Moment, Leute. Ich mache jetzt mal Feuer. Und dann probiere ich was aus. Feuer! Yeah. Und Blitz! Blitz! Bam! Falsch. Da war was falsch, hat er sich jetzt geheilt. Eieieiei. Und Bas trifft auch irgendwie gerade nichts. Autsch. So, hau rein. Und wow, er hat eine physische Schwäche diesmal. So, und jetzt wollen wir mal den Stab benutzen. Das kann man, wenn man hier hochfahrt und zweimal benutzen drückt. Dann benutzt man den Stab und es passiert was. Wow, mega Angriff. Und es ist zersplittert. 1000 Schaden. Und was? Es lebt? Archeobis hat sich wiederbelebt. What the f... Astounding! Was für eine Lebensstärke! Ist das die Stärke der Kristalle? Der überlebt das ein... Der hat sich wiederbelebt! What the hell? Das ist ein ewiger Kampf, Leute! Okay, ich würde mal sagen, wir werden hier 10 Party rumhängen oder so, nur an einen Kampf! What the hell? Wiederbelebung, dann wiederbeleben, dann wiederbeleben... Meine Güte! Und ja, Magie bringt das nichts mehr, also... Und nebenbei... Der Stab ist weg. Ja, der Stab hat sich in Luft ausgelöst. Auf einmal ist er weg. So. Maelstrom. Oh, das ist eine böse Magie. Eine sehr böse. Tut jeden Charakter in den einstelligen HP-Bereich bringen. In einstelligen. Von 1 bis 10. 9. Entschuldigung. Nicht 10. Ist schon zweistellig. Kann sehr böse sein, Maelstrom. Vor allem, wenn es auf Alt geht, wie gerade eben. Da muss ich mich erstmal wieder hochheilen. So. Galo, hau rein. Feuer hat vorhin absorbiert, beziehungsweise es hat nichts gebracht. Blitz! Bam! Bringt nichts. Irgendwie bringen Magie jetzt überhaupt nichts mehr. Nur noch physische Angriffe. Gut, dass ich zwei Füße habe. Und er ist down! Tot! Jetzt ist er wirklich tot. Er kann sich nicht mehr wiederbeleben. Puh. Das mit Wiederbeleben war eine Überraschung. Aber derbe. So, ich bekomme 10 Ability-Punkte dafür. Yeah, yeah, yeah! Party! Und ich bekomme einen Heldendrang. Gut gemacht. Punkt, Punkt, Punkt. Hey! Jetzt ist der König von der Kun unhöflich. Vater! Der Kristall, ist er da vorne? Dann müssen wir sofort zum Landen bringen. Sofort. Erdkristallraum, das sind wir. Vater! Es nützt nichts. Irgendetwas kontrolliert ihn. Oh oh, ich habe ein gutes, gutes Gefühl. Hey, nicht kämpfen. Bats, nicht! Weg da! Nein, 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 wir gehen da nicht weg. Wenn ihr alle fertig seid. Also, ich lasse euch alle vier in Ruhen, Frieden. In Frieden, Ruhen. Ich werde euch alle töten. Das klingt nicht gut und, ich habe ein ungutes Gefühl! Was passiert hier? Ein Meteorit! Was, noch einer? Bam! Tausend Köpfen, der kundet sich und es explodiert! Eine Tür! Erdbeben und, ist das Zaras, von dem wir schon gesehen haben? Und bam! Mach den Vater weg von Lena und Faris! Brrrr! Yeah! Großvater! Großvater, du bist okay! Moment, die kenne ich doch. Ah! Und was legal ist, der Fragezeichen hüpft einfach mal weg. Du bist Sarah! Ja, Großvater, geht's dir gut? Tja, das Fragezeichen weg. Galufs, seine Erinnerung ist vollkommen wieder vorhanden. Yeah, da freut sich doch die kleine Zara. Großvater, ich hab dich vermisst. Tja, ein Wiedersehen mit Zara. Aber wie ist die hergekommen in Meteoriten? Alter Schwede. Vater. Und keiner kümmert sich um den Erdkristall, das finde ich interessant. Es geht ihm gut, es war nur ein schwacher Blitz. Blitz? Naja, wie man's nimmt. Wo bin ich? Lena? Sarissa? Was, Sarissa? Der ist doch Faris.
Du bist... Sarissa, du bist am Leben! Vater... Sarissa? Heißt sie so wirklich? Interessant. Und ja, Bart checkt jetzt erst, dass der Erdkristall gleich zerspringt. Nein! Und jetzt die Musik, Leute. Dum, dunke, dunke. Es sind wieder 4 Kristalle, aber es sind alle Kristalle tot. Und was heißt das, Leute? Er ist wieder am Leben. Er kommt zurück von seinem Gefängnis. Ex-Death, wir haben schon gehört von ihm. Er kommt zurück von seinen Versiegelung, von seinem Grab. Er wurde verbannt. Und er kommt zurück. Und da kommt er mal direkt zu uns. Hi, Freundchen. Ex-Death. Ex-Death. Karloff, ich bin zurückgekommen. Oh, das klingt nicht gut. Hey, der kann die Kristalle kontrollieren. What the hell? Was ist das für ein Magier? Kristalle, werde zu meiner Stärke. Helf mir, diese Idioten zu vernichten. Shit! Ja, will ich auch sagen. Wow! Aua! Bats, bist du in Ordnung? Es geht schon. Die Kristalle sind alle zersplittert. Und als nächstes hole ich Karloff eure Welt. Verdammt. Vater! Sarissa, Lena und Bats. Krieger aus anderer Dimension. Wir müssen etwas tun. Die Welt soll es nicht in die Dunkel... ins Nichts stürzen. Entschuldigung, Dunkelheit heißt nicht das. Void heißt nichts. Entschuldigung. Die Welt darf nicht ins Nichts stürzen. Licht der Erde, komm zu mir. Bring deinen Geist zurück. Wow. Ich finde interessant, dass er das kann. Wow. Die Kristalle sind stark, Leute. Meine Güte. Da sehen wir mal die wahre Stärke der Kristalle. Bam. Schieß mal alles zurück, was kommt. Vater. Folgt mir nicht. Das klingt nicht gut. Aber wahrscheinlich rettet er somit unser Leben, weil er somit den Kristall der Erde wieder ins Normale bringt, wo Ex-Death ihn verzaubert hat. Vater, stirb nicht! Sarissa, vergib mir. Ich war nicht in der Lage, etwas zu tun für dich. Lena, Sarissa, vereinigt eure Stärken. Vater... Und Bats, bitte schütze. Vater, bitte stirb nicht! Nein! Er vergeht. Tja, Leute. Der König von Daikon ist tot. Der Vater von Sarissa. Das ist also Faris, wie wir sie nennen, von Lena. Eine traurige Szene. Eine Schweigeminute, bitte. Und wir bekommen natürlich wieder Kristalle, aber um welchen Preis? Wir bekommen den Samurai. Richtig geiler Job. Den Drachenritter. Den Dancer. Das ist nice. Und den Chemiker. Doch. Hat er sich das ausgezahlt, um ein Leben 4 neue Kristalle zu bekommen? Und was passiert jetzt? Die Ruinen fallen! Wir müssen hier raus! Schnell zum Luftschiff! Wow! Und auf einmal geht hier alles rund die Bumpti! Lena, lass uns gehen! Ja, wir müssen hier raus, würde ich mal sagen. Und die gehen so schnell wie es geht, Leute. Und das ohne mich. Es kommt keine Gegner. Wow, und hier geht mal alles drunter und drüber. Weil die Maschinen haben natürlich ohne Erdkristall keine Energie mehr. Bam! Und jetzt weg hier! Haltet euch fest! Okay, raus hier! Wow!
Boah, was für eine Szene, Leute. Sieht man nicht jeden Tag. Aber was hier alles passiert. Jetzt ist sogar der Vater von Lena und Fares tot. Und eine geile Musik. Lena! Vater ist wirklich weg. Ist er das? Und was ich interessant finde, Galuf steht mal ganz vorne auf der Spitze und hat keine Angst runterzufallen. Galuf, was ist los? Sarah und ich müssen euch verlassen. Was? Meine Erinnerung ist zurück. Alles, was ich vergessen habe. Ich erinnere mich wieder an alles. Exdev ist ein böser Zauberer von unserer Welt. 30 Jahre ist es her, dass er in eure Welt gekommen ist, um die Kristalle zu zerstören. Ich war damals zusammen mit 3 anderen Kämpfern. Wir wurden genannt die 4 Helden der... auf Dawn. Moment, des Sonnenaufgangs. Wir haben die Stärke der Kristalle ausgeborgt, um ihn zu versiegeln. 30 Jahre sind vergangen und nichts ist passiert. 30 Jahren kann viel passieren, Freundchen. Aber irgendetwas ist falsch gelaufen. Wie wir das gemerkt haben, haben wir unsere Meteoriten bestiegen und sind einmal nochmal in diese Welt gekommen. Aber es war zu spät. Er ist jetzt wieder frei. Und er ist in unsere Welt zurückgekehrt. Interessante Geschichte. Aber warum wollte er die Kristalle zerstören, der Exdev? Eine gute Frage. Warum haben die Kristalle so viel Stärke? Warum werden sie so benötigt? Und was wird hier passieren alles? Wir waren diejenigen, die Exdev in diese Welt versiegelt haben. Einer von uns war sogar dagegen, um ihn zurückzubringen mit uns in unserer Welt. Wir hätten das tun sollen, was er gesagt hat. Wer von den 4? Du, Galuf? Glaub nicht. Und einer war dagegen und ich glaube, er hat recht gehabt. Ich finde es interessant, dass Zara mit noch Meteoriten steht. Geht ihr zurück in eure eigene Welt? Ja. Wir müssen Exdev wieder versiegeln. Zum Glück hat Zaras Meteorit noch immer Energie und er funktioniert noch. Er hat genug Energie, um uns zurückzubringen. Barz, Lena, Fares, danke für eure Hilfe. Ich werde euch niemals vergessen. Ich auch nicht, obwohl ich euch noch 5 Minuten kenne. Hey, warte, wir gehen mit dir. Das geht nicht. Das könnt ihr nicht. Der Meteorit, wo Sarah gekommen ist, ist der letzte. Wenn ihr in unsere Welt kommt, dann kommt ihr nie wieder zurück. Nie wieder. Auf Wiedersehen. Tschüss. Wir wollen aber helfen. Aber wenn wir nie wieder zurückkommen... das ist immer so eine Streitfrage. Galuf, Sarah. Tja, da waren sie weg auf einmal. Sie sind nur noch Lichter. Im Horizont nach oben. Yeah. Kehren zu eurer eigenen Welt zurück. Wo die auch immer liegt. So Leute. Sehr viele Szenen hier. Fares, Lena, Vater ist gestorben und Galuf ist weg im Team. Er ist nicht mehr im Team. Ne, der ist weg. Wie geht's jetzt weiter, Leute? Das sehen wir im nächsten Part und ich fliege einfach mal so herum. Juhu! Yeah, Party! Bis zum nächsten Part. Es wird wahrscheinlich abgehen. Was werden wir jetzt machen? Nachdem wir erfahren haben, ich kann nicht mehr reden, dass Exdev wieder zurückgekehrt ist. Was wird hier alles noch passieren? Und was hat das alles hier zu tun? Ah! Und warum ist der Meteorit noch immer da? Ja, bis zum nächsten Part. Der Part ist ziemlich lange, sehe ich gerade. Ciao!